Hallo, Servus und Willkommen zu diesem Kurs über Funktionsgraphen von Mathematik macht Freude und Freunde. Mein Name ist David und ich bin dein Coach für dieses Thema und werde dir das ganze Werkzeug mitgeben, damit du mit Funktionsgraphen sicher umgehen kannst. Wenn du das zugehörige Arbeitsblatt noch nicht hast, dann findest du es unter dem Link am Screen. Nun, was wird dich erwarten in diesem Kurs? Zunächst natürlich mal die Frage, was Funktionsgraphen denn eigentlich sind. Du kennst sie ja als Kurven in einem Koordinatensystem. Allerdings werden wir uns zunächst einmal mit der formalen Definition beschäftigen, die uns sagt, dass Funktionsgraphen Paare aus Argument und Funktionswert sind, die wir dann als Punkte darstellen können. In weiterer Folge spielt dann natürlich eine sehr große Rolle, wie wir diese Graphen und zugehörigen Funktionsgleichen nach unseren Belieben verändern können. Zum Beispiel können wir zur Funktion eine Zahl addieren oder diese mit einer Zahl multiplizieren. Das bewirkt dann eine Verschiebung oder eine Skalierung in vertikaler Richtung. Die Verkettung von linearen Funktionen ist auch sehr wichtig. Wenn wir eine lineare Funktion in eine andere Funktion einsetzen, so können wir die in horizontaler Richtung verschieben oder skalieren. Wenn wir all diese Zutaten einmal beisammen haben, dann ist es kein Problem mehr, einen Funktionsgraphen zu verschieben oder ihn zu skalieren. Das heißt, ihn auseinanderzuziehen oder zusammenzudrücken. Am Schluss, und darauf liegt ein Fokus in diesem Kurs, beschäftigen wir uns noch mit elementaren Funktionen. Und zwar den Potenzfunktionen, den Exponentialfunktionen, Winkelfunktionen und auch die Normalverteilung ist dabei. Wir werden uns ansehen, wie wir eben diese Funktionen unserer konkreten Problemstellung anpassen können und vielleicht sogar ein bisschen damit modellieren. Wenn du bis zum Schluss des Kurses dabei bleibst, dann zeige ich dir sogar, wie man die Funktionsgraphen von Funktionen mit mehreren Variablen darstellen kann. Ganz besonders wichtig wäre es natürlich, wenn du dir für jedes Video eine halbe Stunde bis Stunde Zeit nimmst. Es gibt nämlich in jedem Video eine Reihe von Arbeitsaufträgen, die du immer gleich sofort angehen solltest. Ich werde darauf noch gesondert hinweisen und der Arbeitsauftrag steht jedes Mal in einer so einer grauen Box. Einen ersten Arbeitsauftrag habe ich auch gleich für dich. Bitte überleg dir bis zum nächsten Video, wie du jemandem einen Funktionsgraphen erklären würdest. Viel Erfolg dabei, ich freue mich schon auf die nächsten Videos und bis bald.